Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute praktizieren wir mal wieder unter freiem Himmel und lassen uns von der Energie und Strahlkraft der Sonne nicht nur wärmen, sondern diese Qualitäten auch zu einem wunderbaren Teil von uns selbst werden. Freut euch auf eine halbe Stunde fließendes und kraftvolles Yoga, welches euch gleichermaßen stärkt und erdet. Die Sequenz ist an einigen Stellen etwas anspruchsvoller. Und somit eine großartige Möglichkeit, um bei jedem weiteren Mal des Praktizierens immer vertrauter und sicherer darin zu werden. Seid also wie immer geduldig und gütig mit euch, und alles wird kommen, wenn die Zeit dafür reif ist. In diesem Sinne, auf die Matsche und los geht's! Viel Spaß! Wir beginnen im Schneidersitz. Zieh dein Gesäß einmal zur linken und rechten Seite nach hinten oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut am Boden spürst. Leg deine Hände entspannt auf die Knie oder Oberschenkel, schließ deine Augen und nutze den Beginn dieser Yoga-Einheit, um ganz bewusst anzukommen. Verwurzel dich über deinen Sitz satt in den Boden, satt in die Erde unter dir und gewinne aus dieser Verwurzelung, aus diesem Fundament Länge und Aufrichtung, indem du deine Scheitelkrone nach oben Richtung Himmel schiebst und deine Wirbelsäule förmlich auseinanderziehst. Werde hier mindestens einen Zentimeter größer. Und nimm mal wahr, wie durch die physische Aufrichtung auch deine innere Haltung mehr Größe und Klarheit gewinnt. Und dann atme hier einmal tief durch die Nase ein und lösend durch den Mund wieder aus. Nochmal so, atme tief ein, nimm diesmal die Schultern mit hoch zu den Ohren. Und ausatmen, Schultern wieder tief sinken lassen. Letztes Mal tief einatmen, Schultern hochnehmen. Und ausatmen, allen Ballast loslassen. Sehr schön. Dann öffne die Augen und lass uns ein bisschen aktiver werden. Stell die linke Hand links neben dir auf. Atme ein. Kreis den rechten Arm über vorne nach hinten oben. Atme aus. Für den rechten Arm über vorne nach hinten zurück. Andere Seite. Einatmen. Kreis den linken Arm über vorne nach oben. Öffne dich. Ausatmen. Kreis zurück. Macht es dir noch so ein paar Mal ganz in deinem eigenen Atemrhythmus und genieße es, dich hier ganz großzügig zu öffnen und unglaublich viel Weite und Länge in deinen Flanken zu kreieren. Genau. Noch einmal zu jeder Seite. Und dann löst das Ganze allmählich wieder auf, bring die Hände vor dir zum Boden und finde den Weg in den Vierfüßlerstand. Von hier aus stell deinen rechten Fuß nach hinten auf und dehne einmal dein rechtes Bein, deine rechte Wade. Du kannst du auch gerne so ein bisschen pulsieren. Und dann stell den rechten Fuß seitlich quer hinter den linken, heb den rechten Arm senkrecht nach oben und öffne dich zur rechten Seite. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich der rechte Arm lang nach oben, Arme parallel zum Boden. Ausatmung, lehn dich zurück, zieh den linken Arm lang rüber zur rechten Seite. Einatmen, bring die linke Hand zurück zum Boden, rechtes Bein und rechten Arm heben. Ausatmung, bring rechtes Knie und rechten Ellenbogen zueinander. Einatmen, Arm und Bein wieder strecken, diesmal parallel zum Boden. Ausatmung, richte dich wieder auf, rechten Fuß zum Boden, lehn dich zurück, reverse. Noch einmal, einatmen, linke Hand zum Boden, rechten Arm, rechtes Bein heben. Ausatmung, bring Knie und Ellenbogen zueinander. Ein, Arm und Bein wieder strecken, parallel zum Boden. Aus, richte dich auf, finde den Weg zurück, reverse. Nächste Einatmung linke Hand zum Boden, rechten Arm heben und Ausatmung kommt zurück in die Ausgangsposition Vierfüßler. Andere Seite, stell den linken Fuß nach hinten auf und dehne einmal dein linkes Bein, deine linke Wade, indem du so ein bisschen pulsierst hier. Dann stell den linken Fuß seitlich quer hinter den rechten. Heb den linken Arm senkrecht nach oben und öffne dich zur linken Seite. Mit deiner nächsten Einatmung zieh dich der linke Arm lang nach oben, Arme parallel zum Boden. Ausatmung lehn dich zurück, zieh den rechten Arm lang nach hinten, Dehnung in der rechten Flanke. Einatmung, bring die rechte Hand zurück zum Boden, linkes Bein und linken Arm heben. Aus, linkes Knie und linker Ellenbogen wollen zueinander. Einatmen, Arm und Bein wieder strecken, parallel zum Boden. Aus, richte dich wieder auf, linken Fuß zum Boden, lehn dich zurück, Reverse. Noch einmal. Einatmen, rechte Hand zum Boden, linken Arm, linkes Bein heben. Aus, bring Knie und Ellenbogen zueinander. Ein, Arm und Bein wieder strecken. Aus, richte dich auf, finde den Weg zurück, Reverse. Nächste Einatmung. Rechten Arm zum Boden, linken Arm heben. Und aus, komm zurück in die Ausgangsposition in den Vierfüßlerstand. Dann bring dein Gesäß einmal auf deine Füße für den Fersensitz. Greif mit deiner rechten Hand dein rechtes Knie und heb dein Knie so ein Stück von der Matte ab, sodass du eine Dehnung im rechten Fußspann spürst. Dann leg wieder ab und wir wechseln die Seiten. Bring die linke Hand aufs linke Knie und heb dein Knie ein Stück an, sodass du die Dehnung in deinem linken Fußspann spürst. Löse wieder auf und wenn es für dich machbar ist, hebe beide Knie von der Matte, bring die Hände zur Stabilisierung rechts und links neben dir. Dann leg die Knie wieder ab, stell die Hände vor dir auf. Stülp die Füße um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Spreiz die Finger weit auf, schieb dein Gesäß nach hinten und oben und kreiere hier so eine wunderbare Länge in deinem gesamten Rücken. Wenn du magst, dann laufe mit deinen Fersen abwechselnd Richtung Boden und schau auch gern zur rechten und linken Seite. Mache das, was sich jetzt gut anfühlt. Es ist deine Zeit auf der Matte, deine Yoga-Praxis. Wunderbar. Für unser erstes Vinyasa heute roll mit der nächsten Einatmung wie eine Welle nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung, leg über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng. Ein, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper kleine Kobra. Aus, leg mit Länge ab, stürmt zum Boden. Ein, schieb dich Richtung Fersen, stirb die Füße um. Aus, streck die Beine herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Mit der nächsten Einatmung, heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, zieh dein rechtes Knie Richtung rechten Ellenbogen, Schultern über die Handgelenke. Ein rechtes Bein wieder strecken, lang nach hinten und oben raus. Aus, zieh dein rechtes Knie zum linken Ellenbogen, Stückchen höher. Ein rechtes Bein nochmal strecken. Und aus, zieh dein rechtes Knie zur Nase, runde den Rücken und lass uns hier zehnmal pulsieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Den Rücken nochmal mehr runden. Und dann stell den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Erde dein linkes Knie und deinen linken Fuß rücken. Mit der nächsten Einatmung richte dich auf, heb die Arme über beide Seiten nach oben. Ausatmung, lass dich tief sinken für den Ausfallschritt Anjaneyasana. Atme ein hier und mit der Ausatmung stülp den linken Fuß um, strecke beide Beine und zieh die Ellenbogen nach hinten und unten. Sehr schön, noch zweimal so. Einatmung, komm wieder tief in den Ausfallschritt, Knie zum Boden, Arme heben. Aus, streck die Beine, beug die Arme, mach zwei Fäuste. Ein, Beine wieder beugen, Arme heben. Und aus, aufrichten, Arme ranziehen. Nächste Einatmung, komm noch einmal tief in den Ausfallschritt, Blick leicht heben. Und mit der Ausatmung stell die Hände vor dir auf, mach einen großen Schritt nach vorne und lande in deiner ganzen Vorbeuge. Der nächsten Einatmung richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Dann atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben, lehn dich leicht zurück. Ausatmung, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tritt zurück, schiefe Ebene. Einatmen hier. Aus, halb oder ganz absenken. Ein aufschauender Hund oder Kobra. Aus, zurückschieben, herabschauender Hund. Andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, zieh dein linkes Knie Richtung linken Ellenbogen, Schultern über die Handgelenke. Ein linkes Bein wieder strecken, lang nach hinten und oben raus. Aus, zieh dein linkes Knie zum rechten Ellenbogen, etwas höher. Ein linkes Bein nochmal strecken. Aus, zieh dein linkes Knie zur Nase, runde den Rücken und lass uns hier zehnmal pulsieren. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 3 2 1 noch mal mehr runden und dann stell den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände auf. Erde dein rechtes Knie und deinen rechten Fußrücken. Und atme ein, richte dich auf, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, lass dich tief sinken für den Ausfallschritt Anjaneyasana. Atme ein hier Atme aus, stülp den rechten Fuß um, strecke beide Beine und zieh die Ellbogen nach hinten und unten. Sehr schön. Noch zweimal so. Einatmen, komm wieder tief in den Ausfallschritt, Arme heben. Aus, Beine strecken, Arme ranziehen, mach zwei Fäuste richtig kraftvoll. Einatmen, Ausfallschritt, Knie tief, Arme hoch und ausatmen, aufrichten, Arme ranziehen. Nächste Einatmung. Komm nochmal tief in den Ausfallschritt, Blick heben und aus. Stell die Hände vor dir auf. Mach einen großen Schritt nach vorne, ganze Vorbeuge. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, bring die Hände vors Herz. Berghaltung, Tadasana. Sehr gut. Und dann komm von hier in einen guten hüftbreiten Stand. Verschränke einmal deine Hände hinter deinem unteren Rücken, beug die Beine leicht an. Zieh die Faust nach hinten, schieb dein Brustbein nach vorn, atme ein. Und mit der Ausatmung tauch ab für die ganze Vorbeuge, zieh die verschränkten Finger lang nach vorn über den Kopf. Genau. Mit der nächsten Einatmung beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge. Aus, finde den Weg in dein Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Ein Zwischenatemzug hier, tief durch die Nase ein. Und lösen, gerne mit einem Seufzer durch den Mund wieder aus. Wunderbar. Wir machen weiter. Atme ein, heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus, stell den rechten Fuß nach vorne außen zur rechten Mattenkante. Achtung, es wird jetzt ein bisschen experimenteller. Von hier aus verlagere dein Gewicht etwas mehr in deine linke Hand und dann kicke dein linkes Bein nach vorne durch, bring die rechte Hand vors Herz. Sehr gut. Jetzt mach mit links wieder einen großen Schritt zurück. Streck den rechten Arm senkrecht nach oben und dreh dich auf zur rechten Seite. Wir wollen weiter in den Krieger 2. Dafür atme ein, richte dich auf, kurbel den linken Arm über oben nach hinten, dreh dich auf nach links. Atme aus, setz dich tief, Virabhadrasana 2. Es bleibt dynamisch. Atme ein, zieh den rechten Arm nach vorne, Handfläche zeigt nach oben. Atme aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior. Einatmen, komm in den Krieger 1 Variante, Blick nach vorne, Arme heben, linke Ferse gehoben. Aus, dreh dich auf zur rechten Seite, Arme parallel zum Boden. Von hier aus geht es in den gedrehten Halbmond. Dafür atme ein hier und mit der Ausatmung verlagere dein Gewicht nach vorn. Bring die linken Fingerspitzen zum Boden, den rechten Arm Richtung Himmel und das linke Bein parallel zur Matte ausgestreckt. Sehr gut. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung beuge für den Shiva Squat dein rechtes Bein, bring dein linkes Knie zur linken Wade und die Handflächen optional aufeinander. Sehr gut noch einmal so. Einatmen, linke Hand zum Boden, rechten Arm Strecken gedrehter Halbmond. Aus, Shiva Squat, linkes Knie zur rechten Wade, rechtes Bein beugen, Handflächen optional aufeinander. Wir wollen weiter einen stehenden Spagat. Dafür bring die Fingerspitzen zum Boden, streck dein rechtes Bein, atme ein. Atme aus, bring dein linkes Bein so hoch wie du kannst Richtung Himmel. Einatmung, heb dein linkes Bein noch ein Stückchen höher. Und mit der Ausatmung bring dein linkes Bein lang nach vorne durch und komm ins Sitzen. Dann strecke auch dein rechtes Bein zur rechten Seite aus, sodass du in einem schönen Gerätssitz landest. Atme hier ein, heb die Arme senkrecht nach oben. Atme aus, dreh dich auf nach links und lehn dich nach vorne über dein ausgestrecktes linkes Bein. Greife, was du greifen kannst. Flex die Zehen, entspann die Schultern weit weg von den Ohren. Atme hier tief ein und vollständig aus. Dann richte dich wieder auf, heb die Arme über die Seiten nach oben, atme ein, atme aus, dreh dich auf nach rechts. Und lehn dich mit ganz langem Rücken über dein ausgestrecktes rechtes Bein. Auch hier greife einfach, was du greifen kannst, ganz egal was. Flex die Zehen und lasse beide Sitzbeinhöcker so gut du kannst am Boden. Atme tief ein und aus. Dann richte dich allmählich wieder auf. Richte den Blick nach vorn zur kurzen matten Kante, nimm die Beine mit. Und dann kreuz die Schienenbeine, stell die Hände links und rechts neben dir und spring oder tritt zurück in dein Chaturanga Dandasana. Einatmen, komm in den aufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus, stell den linken Fuß nach vorne außen zur linken Mattenkante. Verlagere dein Gewicht etwas mehr in deine rechte Hand und dann kicke dein rechtes Bein nach vorne durch, bring die linke Hand vor's Herz, ganz genau. Jetzt mach mit der rechts wieder einen großen Schritt zurück, streck den linken Arm senkrecht nach oben und dreh dich auf nach links. Visualisiere den Krieger 2 und dann atme ein, richte dich auf, kuppel den rechten Arm über oben nach hinten, dreh auf nach rechts, atme aus, setz dich tief, Virabhadrasana 2. Einatmen, zieh den linken Arm nach vorne, Handfläche zeigt nach oben, ausatmen, lehn dich zurück, Reverse Warrior. Ein, komm in den Krieger 1 Variante, Blick nach vorne, Arme heben, rechte Ferse hoch, drehe dich auf zur linken Seite, Arme parallel zum Boden. Für den gedrehten Halbmond atme ein hier und mit der Ausatmung verlage dein Gewicht nach vorn, bring die rechten Fingerspitzen zum Boden, den linken Arm Richtung Himmel und das rechte Bein parallel zur Matte ausgestreckt. Sehr gut. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung beuge für den Shiva Squat dein linkes Bein, bring dein rechtes Knie zur linken Wade und die Handflächen optional aufeinander. Noch einmal so. Einatmen, gedrehter Halbmond, Arm und Bein strecken. Ausatmen, Shiva Squat, rechtes Knie zur linken Wade, linkes Bein beugen, Handflächen optional aufeinander. Für den stehenden Spagat bring die Fingerspitzen zum Boden, streck dein linkes Bein, atme ein. Atme aus, heb dein rechtes Bein so hoch wie du kannst Richtung Himmel. Einatmen, bring dein rechtes Bein noch ein Stückchen höher. Und mit der Ausatmung führ dein rechtes Bein lang nach vorne durch und komm ins Sitzen. Streck auch dein linkes Bein zur linken Seite aus. Und wir landen wieder in unserem wundervollen Grätschsitz. Jetzt stell einmal die Hände hinter dir auf und roll dein Becken so ein bisschen mehr nach vorne, als würdest du quasi vor deinen Sitzbein sitzen. Und dann bleibe entweder hier, wenn dir die Dehnung deiner Leisten so genug ist, oder wenn du mehr willst, atme ein hier. Und mit der Ausatmung stell die Hände vor dir auf und wandere sie achtsam nach vorne, während du deinen Oberkörper tiefer Richtung Boden sinken lässt. Wenn du in einem beweglichen Körper wohnst, dann bring auch gern deine Unterarme zum Boden und lass dich noch ein Stückchen tiefer nach unten sinken. Bleibe ganz besonders in dieser intensiven Haltung bei einem ganz bewussten Atem, der dich sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene unterstützt. Sehr schön. Dann richte dich langsam wieder auf. Blick nach vorne, nimm die Beine mit. Und dann kreuz die Schienbeine, stell die Hände links und rechts neben dir auf und spring oder tritt zurück in dein Chaturanga Dandasana. Atme ein, komm in den aufschauenden Hund. Atme aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Dann atme nochmal tief ein. Und vollständig aus. Einatmen noch mal hier. Und mit der Ausatmung lauf mit den Füßen nach vorne durch, beug die Beine und komm ins Sitzen. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst in den Flug, oder wenn du es heute etwas sanfter magst, wille gern die Schulterbrücke du dir ja ganz bestimmt kennst. Ich blende dir die Alternative aber auch nochmal ein. Für den Flug und bitte auch nur, wenn du vertraut damit bist, greife einmal unter deine Kniekehlen, rolle Wirbel für Wirbel nach unten, löse die Hände, streck die Beine nach oben und dann bring die Füße achtsam und kontrolliert hinter deinem Kopf zum Boden. Bring die Hände an deinen Rücken. Rucke die Schulter noch etwas näher zueinander. Und wenn du kannst, dann verschränke die Hände ineinander und zieh die Faust von dir weg. Zwei Atemzüge in deiner Variante, ganz egal welche. Und dann löst die Verschränkung, bring die Hände zur Unterstützung an deinen unteren Rücken und dann roll ganz langsam und geführt wieder zurück zum Boden, streck die Beine aus. Für unsere abschließende liegende Drehung zieh dein rechtes Knie zu dir Rand, streck den rechten Arm zur rechten Seite raus und führe mit deiner linken Hand dein rechtes Knie rüber nach links. Blick zur Decke oder zur rechten Hand. Zwei Atemzüge in Stille. Und dann komm langsam wieder zurück zur Mitte und wir wechseln die Seiten. Streck dein rechtes Bein aus. Zieh dein linkes Knie zu der Rand. Und dann führe mit deiner rechten Hand dein linkes Knie rüber nach rechts, Blick zur Decke oder zur linken Hand. Auch hier zwei Atemzüge ganz für dich. Lass den Bauch weich werden, den Körper immer schwerer in den Boden senken. Dann finde wieder den Weg zurück zur Mitte. Mach dich nochmal ganz klein, umarm dich, bring die Stirn zu den Knien und dann atme hier tief, 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 ein, 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 halte. Und mit der Ausatmung lass alles los. Leg den Körper bequem und schwer an den Boden ab. Und mach dich bereit für deine Schlussentspannung, für dein Shavasana. Zwei Minuten der absoluten Stille. Dann komm langsam wieder zurück, vertieft den Atem, beweg die Finger, die Handgelenke, die Zehen und die Fußgelenke. Bring die Arme lang nach hinten über deinen Kopf, streck und räkel dich, zieh dich auseinander, gähn. Und mach, was du jetzt brauchst, um wieder zurückzukommen. Und dann finde von hier aus den Weg über eine Seite ins Sitzen. Komm in einen bequemen Sitz deiner Wahl. Bring die Handflächen aufeinander und vor dein Herz. Lass die Daumen dein Brustbein berühren, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Senk den Blick. Verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Zieh die Mundwinkel nach oben. Schenk dir ein Lächeln. Und nimm die neu gewonnene Energie und innere Stabilität mit in den Tag. Und die Woche, die dir bevorsteht. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du immer wieder so fleißig die Matte ausrollst. Bis zum nächsten Mal. Namaste. We'll be here for